Mahlzeit und herzlich willkommen in dieser Bauchhof-Sendung, in der ich gerade mal einfach eine andere Perspektive auf die Spaltung legen oder zeigen möchte, die ja offensichtlich betrieben wird, und zwar nicht nur von irgendwelchen Führenden, sondern von all denen, die mitmachen. Und man da auch ja irgendwie gar nichts gegen machen kann. Ne? Also ich für meinen Teil versuche jetzt seit 18 Jahren was dagegen zu machen und die Leute dazu zu inspirieren, mal drüber nachzudenken, ob sie das wirklich wollen. Und jetzt zieht sich ja diese Spirale immer enger zusammen. Und gerade in den letzten 2 Jahren haben wir gesehen, was diese ganze Hetze und dieser ganze Hass halt wirklich mehr und mehr hervorbringt. Mittlerweile bis in unsere Familien rein. Nämlich, dass man am Ende ziemlich allein da steht. Und das ist natürlich eigentlich erstmal was, was man so nicht unbedingt will. Was auch nicht unser Endziel sein kann, dass am Ende alle alleine mit dem Rücken gegen die Wand stehen, gegen den Rest der Welt. Die andere Perspektive ermöglicht aber, das so zu sehen, dass das tatsächlich doch was Positives mit sich bringen könnte. Denn auch wenn das eigentlich keiner will, ist das durchaus was im Moment sehr dienlich sein kann. Denn diese, egal jetzt ob künstlich oder forciert herbeigeführte Isolation oder halt eben selbst gewählte Isolation, bringt uns ja letztendlich dazu, wenn wir allein da stehen, uns auch mit uns selbst viel besser beschäftigen zu können. Dass diese Trennungen, die gerade stattfinden durch diese Spaltung, vielleicht auch tatsächlich genau die sind, die deswegen stattfinden, weil sie von etwas Toxischem trennen, das uns gerade nicht wirklich viel weiterbringt. Etwas Toxischem wie Beziehungen, Gehorsam fremden Autoritäten gegenüber, solche Sachen. Ich komme auf das Thema, weil es angesprochen wurde, weil ich dazu gefragt worden bin, was man denn dagegen machen kann. Und ich dann den Eindruck hatte, dass das vielleicht eben tatsächlich was ist, wo man gar nichts gegen machen braucht und soll, sondern was gerade an der Tagesordnung ist, weil es an der Tagesordnung ist, weil es nötig ist. Weil es nötig ist, dass wir von allen möglichen Dingen oder Leuten trennen, zumindest temporär, bis wir wieder bei Besinnung sind. Entschuldigung, mich gerade ablenken lassen. bis wir wieder bei Besinnung sind. Und dann ja auch dann wieder ganz anders offen aufeinander zugehen können. Mit einer ganz anderen inneren Einstellung in jedem von uns. Gewachsen an diesen Dingen, mit eventuell mal der Möglichkeit gehabt, Sachen zu reflektieren und drüber nachzudenken. Ich habe schon vor einer Weile mich dem Ganzen entzogen, weil mir das halt eben einfach wirklich richtig auf den Sack gegangen ist. Und damit hatte es quasi genau die Wirkung, die ich gerade beschrieben habe. Dadurch, dass mir das alles so auf den Sack gegangen ist, habe ich mich davon getrennt. Ich habe mich spalten lassen, abspalten lassen. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Dadurch bin ich immer mehr zu mir gekommen. Also für all die, die mit der Spaltung gerade so ein Problem haben, den gebe ich einfach mal, oder mache ich den Vorschlag, lasst dieses scheinbare Problem doch einfach mal gerade links liegen, wenn es für euch etwas ist, das, an dem ihr nichts ändern könnt.
Also das empfehle ich sowieso, mit all den Problemen zu machen oder mit den Zuständen, an denen wir gerade einfach nichts ändern können. Weil wenn wir mit einer Baustelle beschäftigt sind, wo wir gerade nicht weiterkommen, dann sind wir offensichtlich auf der falschen Baustelle. Da müssen wir gerade nach der Baustelle gucken, an der wir weiterkommen. Und die finden wir meistens in uns. Und irgendwann geht es dann auch auf der Baustelle weiter, wo wir gerade sind. Weil sich da was getan hat, was geändert hat, jemand anders, vielleicht der Maurer jetzt da war und endlich die Wand hochgezogen hat oder sowas in der Art. Versteht ihr, was ich meine? Lasst die Spaltung mal einfach Spaltung sein. Und seht sie nicht als was Negatives. Das ist das, was ich hier gerade einfach nur mal in die Matrix setzen wollte. Ich wünsche euch den Frieden und bis bald.